Ein Sessel für die Gäste. Ich will mich nicht setzen. Verschiedene Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften. Von hier aus kann ich sie unmöglich lesen. Eine hübsche junge Frau. Guten Morgen. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Martin Holen und ich gehöre der Internationalen Archäologenorganisation an. Ich muss hier eine Genehmigung bestätigen lassen, um den Fundort einer historischen Entdeckung betreten zu dürfen. Was für eine Entdeckung ist das und um welche Gegend handelt es sich? Westböhmen. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und was soll das alles hier? Nun, Sie müssen diese beiden Formulare ausfüllen und ich werde Ihren Antrag unter die anderen legen. Aber ich brauche die Bestätigung sofort. Ich kann nicht bis morgen warten. Kann ich denn nichts machen, um den Vorgang zu beschleunigen? Ich fürchte nicht. Die Anträge sind nummeriert und wir sind verpflichtet, keine Ausnahmen zu machen. Wann würde mein Antrag denn bearbeitet werden? Nicht vor morgen, aber wahrscheinlich erst übermorgen. Ich kann unmöglich so lange warten. Das kann ich verstehen, aber es gibt keinen anderen Weg. Soll ich Ihnen die Formulare jetzt geben? Nein, danke. Ich komme später noch einmal wieder. In Ordnung. Dürfte ich Ihre Visitenkarte haben? Sicher, nehmen Sie sich ruhig eine. Danke. Die Visitenkarte der Institutssekretärin. Sie dürfen das Büro nicht betreten. Der Direktor ist beschäftigt und wünscht nicht gestört zu werden. Natürlich. Tut mir leid. Sie wird mich nicht reinlassen. Ich brauche jetzt nichts von ihm. Was kann ich für Sie tun? Ich war schon einmal wegen einer Genehmigungsbestätigung hier. Westböhmen. Ah ja, ich erinnere mich. Sie sind hier, um die Formulare auszufüllen, richtig? Ich muss darauf drängen, dass mein Antrag schnell bearbeitet wird. Ich kann definitiv nicht bis morgen warten. Könnte ich nicht einfach in das Büro nebenan gehen und mir diesen einen Stempel geben lassen, den ich brauche? Wie ich Ihnen schon sagte, Sie müssen sich an die Vorschriften halten. Außerdem ist der Direktor heute beschäftigt. Und wir machen keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen. Verstanden. Ich muss jetzt zurück an meine Arbeit. Benötigen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich könnte eine Information gebrauchen. Kennen Sie vielleicht eine junge Frau, die hier in dem Gebäude arbeitet? Ungefähr 25. Schlank, blond. Ja, ich denke, ich weiß, welche Sie meinen. Was ist mit ihr? Mit welchem Auto kommt sie zur Arbeit? Naja, da Sie es sind und mir die Zigaretten gebracht haben. Sie hat einen silbernen Mercedes. Er parkt immer gleich hier um die Ecke. Und das Kennzeichen? Sie machen Scherze, oder? Was bin ich, ein Privatdetektiv? Was kümmern mich Kennzeichen? Ein silberner Mercedes. Das sollte reichen. Danke. Ja. Und lassen Sie sich nicht erwischen. Das Auto hat sie wahrscheinlich von diesem Misskerl, der manchmal hier auf sie wartet. Naja, ich will mich nicht mit ihr verabreden. Aber ich werde auf jeden Fall aufpassen. Danke. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie sich den von ihrem Gehalt leisten konnte. Das Nummernschild lautet 1A7 15 37.
die Visitenkarte der Institutssekretärin. Historische Denkmalpflege, guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, hier spricht die Prager Wasserversorgung. Wir sind auf ein kleines Problem gestoßen und vielleicht können Sie uns helfen. Nun, hier ist das Sekretariat des Direktors. Worum geht es denn? Wir müssen in einen Abwasserkanal gleich neben Ihrem Gebäude, aber leider parkt über dem Zugang ein Auto. Uns wurde diese Nummer gegeben und vielleicht wissen Sie ja, wem der Wagen gehört. Es ist ein Mercedes. Ein Mercedes? Das könnte sogar mein Auto sein. Wie lautet das Kennzeichen? 1A71537. Jesus Christus, das ist mein Auto! Was für ein angenehmer Zufall! Ich hoffe, das Auto ist in Ordnung. Ich habe es erst seit ein paar Monaten. Keine Angst, wir haben es kaum berührt. Aber könnten Sie bitte herkommen und es umparken? Ich kann das Büro im Augenblick nicht verlassen. Ist das absolut notwendig? Ja, wir haben auch zu arbeiten und das Auto abschleppen zu lassen kostet eine Menge Zeit. Abschleppen? Warten Sie, ich bin in einer Minute bei Ihnen. Okay, wir warten hier, aber halten Sie uns bitte nicht unnötig auf. Nein, werde ich nicht. Ich komme jetzt sofort. Danke für Ihren Anruf. Keine Ursache. Guten Morgen. Entschuldigung, aber wer hat Sie reingelassen? Ich habe heute keine Zeit für persönliche Termine, Herr... Holen. Martin Holen. Verzeihen Sie die Störung, aber die Tür war offen, deshalb bin ich reingekommen. Wie kommt es, dass meine Sekretärin Ihnen erlaubt hat, einzutreten? Ich sagte klar und deutlich, dass ich nicht gestört werden wollte. Naja, es war niemand im Büro. Ach, wirklich? Das war eine Anordnung. Aber darum kümmere ich mich später. Kommen wir zu der Frage, warum Sie hier sind. Also, weshalb sind Sie zu mir gekommen? Ich gehöre der Internationalen Archäologenorganisation an und Ihre Behörde muss eine Genehmigung bestätigen, mit der ich ein Gelände in Westböhmen betreten darf, wo ein deutscher Tunnel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Ich habe den Bericht über die Entdeckung hier bei mir. Ach ja, davon habe ich schon gehört. Erzählen Sie mir mehr. Ich fürchte, da werde ich Sie enttäuschen müssen. Ich weiß auch nur das, was im Bericht steht. Sehen Sie, ich studiere den Krieg schon seit langer Zeit und interessiere mich für diese spezielle Zeitspanne. Petre wollte, dass ich einen Blick darauf werfe. Ich soll mit den Einzelheiten vor Ort vertraut gemacht werden. Petr Nedole? Ja. Kennen Sie ihn? Wir waren auf der gleichen Schule. Ich erinnere mich noch an ihn und die gemeinsamen Trinkgelage. Warum haben Sie die Bestätigung nicht formell angefragt? Sehen Sie, ich werde meinen Onkel in Frankreich besuchen. Petres Anruf kam ziemlich unerwartet und ich versprach, dass ich mich am Fundort umsehen würde, bevor ich abreise. Oh, ich verstehe. Die Sache ist, dass ich keine Ahnung habe, ob diese Genehmigung Ihnen weiterhelfen wird. Was soll das heißen? Gestern erhielt ich einen Anruf. Man befürchtet, dass die Tunnel vermint sein könnten. Wir haben ein Sprengstoffkommando angefordert, um das ganze Gelände zu untersuchen. Sie wissen, welche verheerenden Schäden Leute, die nicht vom Fach sind, anrichten können, bevor wir überhaupt am Fundort waren. Sie haben recht. Ich werde Ihre Genehmigung auf jeden Fall bestätigen. Unter einer Bedingung. Ich würde gern sofort Informationen erhalten, wenn Sie da drüben fertig sind. Ach, und grüßen Sie Petr von mir. Gern. Vielen Dank. Ich
Ich habe ein Auto gemietet und bin direkt dorthin gefahren, wo der Tunnelkomplex gefunden wurde. Auf dem Weg ging mir vieles durch den Kopf. Bald tauchte die Silhouette des Waldes am Horizont auf. Stehen bleiben. Was machen Sie hier? Zivilisten haben hier nichts verloren. Ich bin vom Institut für historische Denkmalpflege und habe die nötige Genehmigung. Noch ein Archäologe? Sollten Sie sich nicht zurückziehen, bis unsere Leute das Gelände gesichert haben? Nicht so ganz. Es müssen noch ein paar Kleinigkeiten überprüft werden. Okay, warten Sie hier. Ich werde das meinem Kommandanten melden. Major, da ist ein Mann, der das Gelände betreten will. Im Moment dürfen keine Zivilisten das Gelände betreten. Er sagt, er habe eine Genehmigung. Hat er die? Dann möchte ich sie mal sehen. Nun, ich bin nicht gerade erfreut, aber mit Ihrer Genehmigung scheint alles in Ordnung zu sein. Sie können sich frei im Lager bewegen, aber nirgendwo sonst. Besonders nicht in den Tunneln. Bis das Gebiet nicht vollständig erforscht ist, wird niemand hinuntergehen, verstanden? Ja. Sie finden Ihren Kollegen den Weg entlang hinter der Brücke. Kollege? Er kam an, nachdem alle anderen Archäologen abgereist waren. Wissen Sie nichts von ihm? Oh, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Ich werde mit ihm reden. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Das sieht nicht gut aus. In die Tunnel zu kommen, wird nicht leicht sein. Ich werde mich mal umsehen und überlegen, was ich tun kann. Ein gewöhnlicher Armee-Jeep. Er studiert einige alte Karten und Pläne. Diese Pläne sind nicht für die Augen von Zivilisten bestimmt. Ich habe kaum was gesehen. Das ist auch gesünder für Sie. Was sind das für alte Karten? Das geht Sie gar nichts an. Hätten Sie eine Minute Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Okay, fangen Sie an, aber beeilen Sie sich. Morgen sollen die Sprengstoffexperten eintreffen und bis 17 Uhr muss ich einen Arbeitsplan aufgestellt haben. Ich habe auch nicht viele Fragen. Wissen Sie, mein Bericht darüber, was hier vor sich ging, ist nicht ganz vollständig. Ich erzähle Ihnen die Kurzversion, aber hören Sie genau zu. Ich erzähle sie nur einmal. Die Entdeckung wurde von Arbeitern gemacht, die den Bau einer neuen Autobahn vorbereiteten. Am zweiten Tag entdeckte einer von ihnen den ersten Tunnel. Weitere folgten. Sie riefen ihr Institut an, um über ihren Fund zu berichten. Ihre Leute riefen uns an und zogen sich zurück, sodass wir übernommen haben. Morgen kommt ein Sprengstofftrupp aus Kaslav und bis dahin ist der Zutritt zu Teilen der Fundstätte verboten. Reicht Ihnen das jetzt? Ich denke schon. Er wird mir sowieso nichts mehr sagen. Ich werde Sie jetzt nicht weiter stören. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Niemand darf den Tunnelkomplex betreten. Alles klar. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein Zivilist, der mir um die Ohren fliegt. Lassen Sie mich jetzt weiterarbeiten. Hey, gehen Sie weg von dem Zelt. Sie haben da nichts zu suchen. Tut mir leid.
Sie sind zwar essbar, aber ich habe keine Verwendung für sie. Der Rest des Lagers verliert sich in einem Dschungel riesiger Bäume. Das Wasser ist kristallklar. Lampen wie diese beleuchten nachts das Lager. Die Bäume wurden von Arbeitern gefällt, um den Wald zu lichten. Abgeschlossen. Die Farbe blättert ab. Abgesehen davon sieht der Wagen bewohnbar aus. Seltsam, er ähnelt dem Mann auf dem Bild, das ich gekauft habe. Schwer zu sagen, die Zeichnung ist unfertig. Bauwerkzeuge und Materialien. Stehen bleiben. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin gerade erst aus Prag angekommen. Stimmt. Das hat man mir über Funk mitgeteilt. Ich soll hier etwas aufarbeiten. Machen Sie das lieber, bevor die Sprengstoffexperten auftauchen. Der Major hat mir schon alles erzählt. Wo sind die Minen? Eine lag vor dem Eingang. Aber drinnen könnte es noch mehr geben. Wir sicherten ab, was wir konnten. Den Rest überlassen wir denen. Wir bewachen die Umgebung, bevor sie ankommen. Selbst hier draußen könnten welche sein. Ich hoffe, dass ich nicht über eine Mine stolpern werde. Das ist nicht witzig. Eine Menge Munition aus dem Krieg ist noch funktionsfähig. Natürlich. Ich werde meine Augen offen halten. Was ist eigentlich in den Tunneln? Gerade Sie sollten das doch wissen. Ihre Leute waren sogar noch vor uns hier. Das schon, aber ich selbst bin zum ersten Mal hier. Dann fragen Sie doch Ihren Kollegen. Ich stehe hier nur Wache. Alles, was Sie mir sagen können, erspart mir Zeit. Ich war nur dort, als wir die Lichter im ersten Abschnitt installiert haben. Das ist alles. Im ersten Abschnitt? Mist. Wir sollten nicht darüber reden. Ich habe nichts gesagt, okay? Der Major hat sich einige alte Pläne angesehen. Hatte das etwas damit zu tun? Hören Sie, ich kann Ihnen nichts darüber sagen. Machen Sie Ihren Job und ich mache meinen. Na schön. Wiedersehen. Er bewacht den Eingang zum Tunnelkomplex. Hallo. Ich bin gerade erst aus Prag eingetroffen, um mir den Fund anzusehen. Sie tragen keine Uniform. Wer sind Sie? Ich bin ein Historiker. Ja, genau. Mein Name ist Petr. Petr Stasek. Martin Holen. Ihrem Akzent nach zu urteilen, sind Sie kein Tscheche, richtig? Nein, ich bin Deutscher, aber mein Vater ist Tscheche. Ich habe bei meiner Mutter in Deutschland gelebt, aber nach meinem Studium blieb ich hier. Dann haben wir ja etwas gemeinsam. Auf welcher Universität waren Sie? Auf der Karls-Universität in Prag. Aber das ist lange her und ich habe keine Lust, darüber zu reden. In Ordnung, wechseln wir das Thema. Wie lange sind Sie schon hier im Lager? Noch nicht so lange. Ich bin heute Morgen angekommen. Und die anderen vor Ihnen? Die anderen? Sie wissen schon, die Leute vom Staatlichen Institut für historische Denkmalpflege. Oh ja, die anderen. Ich wurde in der Stadt aufgehalten und kam als Letzter hier an. Als ich eintraf, waren alle anderen schon abgereist. Bis auf diese verdammten Soldaten natürlich. Seltsam, dass sie nicht mit den anderen gehen mussten. Sehr seltsam. Warum habe ich das Gefühl, dass er mir nicht alles sagt? Also, warum sind Sie geblieben? Was meinen Sie mit warum? Ich wollte nicht, dass die Uniformträger hier alles zerstören. Sie haben keine Ahnung von irgendwas und ich wollte in der Nähe sein, wenn sie den Tunnelkomplex betreten.
Ich muss auch hinein. Und zwar so schnell wie möglich. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Der Major will nichts davon hören, dass ich die Tunnel noch einmal betrete. Sie waren schon einmal drin? Ja, aber nur für eine Stunde oder so. Dann kam der Major, um mich rauszuwerfen. Er sagte was von 9 Befehlen und wollte keine meiner Fragen beantworten. Dann sitzen wir wohl im gleichen Boot. Sieht so aus. Wir können ihn den Fund nicht einfach überlassen. Wir haben ja keine Ahnung, mit was wir es zu tun haben. Geben Sie mir ein wenig Zeit. Ich werde mich mal umsehen und überlegen, was wir tun können. Gute Idee. Kommen Sie später wieder. Ich bin sicher, dass wir uns etwas einfallen lassen können. Einverstanden. Etwas an seiner Art gefällt mir überhaupt nicht. Wie auch immer. Wir haben das gleiche Ziel und 2 bewirken mehr als einer. Ich werde zurückkommen, wenn ich mehr herausgefunden habe. Würden Sie mir dann wenigstens erlauben, einen kurzen Blick in den Tunnelkomplex zu werfen? Ich werde mich nur kurz umschauen und sofort zurück sein. Auf keinen Fall. Der Befehl lautet, niemand betritt die Tunnel. Nervige Historiker eingeschlossen. Verduften Sie jetzt, okay? Ich habe eine offizielle Genehmigung, die Tunnel zu betreten, also lassen Sie mich rein. Das können Sie vergessen. Die Genehmigung bezieht sich nur auf die Umgebung der Tunnel. Wie soll ich meine Arbeit machen, wenn Sie mich nicht reinlassen? Ich bin extra hergekommen, um die Tunnel zu erforschen. Haben Sie nicht zugehört? Niemand darf rein, solange das Gebiet nicht abgesichert wurde. Beruhigen Sie sich. Ich will keinen Ärger. Gut für Sie. Und jetzt verschwinden Sie. Der Major sagte, dass es hier Minen gäbe. Mir scheint es hier nicht besonders gefährlich zu sein. Wissen Sie mehr darüber? Ja, es stimmt. Die Arbeiter haben beim Graben welche in den Tunneln gefunden. Nicht viele, aber der Major nimmt an, dass es noch mehr gibt. Darum wird jetzt hier auf die Fachleute gewartet. Wem gehören diese Wohnwagen eigentlich? Bauingenieure haben sie hier gelassen. Wahrscheinlich sind sie recht zügig aufgebrochen, nachdem die Tunnel entdeckt wurden. Ist der da drüben noch frei? Von mir aus können Sie ihn haben. Ich glaube nicht, dass es jemandem was ausmacht, wenn Sie sich ihn ausleihen. Jedenfalls habe ich niemanden gefragt und mich hat auch niemand was gefragt. Gut. Was ist in dieser alten Hütte hinter dem Wohnwagen? Ach, die Hütte. Was suchen Sie denn da? Eigentlich nichts. Ich war nur neugierig. Da ist nichts, das hier etwas angehen würde. Wieso? Was ist denn los mit Ihnen? Ach, nichts, nur... Hören Sie, in der Hütte ist nichts. Warum also darüber reden? In Ordnung. Es ist sowieso nur eine alte Hütte. Genau. Warum wurde er plötzlich so nervös? Dieser Major, was für ein Mann ist er? Keine Ahnung, ich habe nur kurz mit ihm gesprochen, als ich ankam. Er stellte mehr Fragen, als mir lieb war. Ein Soldat eben, Sie wissen schon. Erzählen Sie mir mehr von dem Tunnelkomplex. Was befindet sich in seinem Inneren? Wie schon gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, mich umzusehen. Da unten gibt es ein ganzes Stollensystem. Einige werden von Balken abgestützt, andere sind schon eingestürzt. Mehr nicht? Nur ein paar Stollen? Der Professor hat mich ganz sicher nicht hergeschickt, um auf ein Loch im Boden zu starren. Es muss da unten mehr als ein paar Stollen geben. Naja, nicht ganz. Es gibt an einem Ende eine Stahltür, die noch tiefer hineinführt. Mist, warum kann ich nicht einfach meine Klappe halten? Sie dürften gar nichts darüber wissen. Was? Warum? Naja, noch nicht. Sie werden mehr erfahren, wenn die Zeit reif ist. Warum diese Geheimniskrämerei? Mir scheint, er weiß eine ganze Menge mehr, als er zugibt. Er ist Korporal.
Wie geht's Ihnen? Heute ist alles in Ordnung. Gestern war's nicht so gut. Es hat die ganze Nacht geschüttet. Und raten Sie mal, wer Wache schieben durfte, ha? Was machen Sie überhaupt hier? Eigentlich nichts Besonderes. Ich mache nur ein paar Fotos für den Bericht. Hört sich ziemlich langweilig an. Aber Sie sollten nicht mehr mit mir sprechen. Dem Major könnte das missfallen. Würden Sie mich jetzt bitte arbeiten lassen? Ich habe keine Zeit für Ihre Fragen. Oh, tut mir leid. Ich werde Sie nicht weiter aufhalten. Das hoffe ich. Ich habe mich umgesehen und weiß noch nicht, wie ich in den Tunnelkomplex kommen soll. Es wird nicht einfach. Einer der Soldaten steht direkt vor dem Eingang.